Hallo, einen wunderschönen Montagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 11. Januar 2016 mit der Nummer 762. Jena, Leipzig. Die Größe von Pflanzen und der Bauplan ihrer Blätter haben bei der Evolution der Gefäßpflanzen eine besondere Rolle gespielt. Von 6 analysierten wichtigen Pflanzenmerkmalen konnte die Evolution nur die genannten 2 frei wählen. Ein Großteil potenziell möglicher Kombinationen bleibt dagegen von heutigen Pflanzen ungenutzt, da sich die Merkmale offenbar nicht unabhängig voneinander entwickelt haben. Die aktuelle Studie in Nature basiert auf der globalen Datenbank für Pflanzenmerkmale des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung. Coca-Cola, unser Lieblingsthema. Coca-Cola ist die wertvollste Marke in der Geschichte. Und Coca-Cola ist das weltweit zweitbekannteste Wort nach Hello. Das Getränk selbst ist jedoch ein absolutes Gift für den menschlichen Stoffwechsel. Cola ist nahe an der gleichen Säuregehaltsmenge wie die Batteriesäure und folglich kann es Oberflächen besser reinigen als viele giftige Haushaltsreiniger. Wohl wahr. Selbst in die Toilette kann man es schütten, es beseitigt selbst da diese Ablagerung. Hast du dich jemals gefragt, was Coca-Cola genau mit deinem Körper macht? Nach 10 Minuten, der Zucker in einem Glas Cola kann einen verheerenden Schlag auf den Körper verursachen, weil die Phosphorsäure die Wirkung von Zucker hemmt. Nach 20 Minuten, ein Sprung im Insulinspiegel im Blutkreislauf tritt auf. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 2, wer es bis jetzt noch nicht wusste. Aber ich denke, es war allseits bekannt. Systemcrash. Bald beginnt eine neue Epoche des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus von heute. Vorher muss noch das heutige politische System verschwinden. Das wäre ja mal schön, wenn es schon mal weg wäre. Dieses wird gerade in die Hochverratsfalle getrieben. Bald kommt der Finanzcrash und die Vertuschungen der Ausländerkriminalität dürfen jetzt auch in die großen Medien. Teils, teils, muss ich dazu sagen. Es war vorhin schon wieder ein Hammer, was ich da mitbekommen habe. Crashwarnungen gibt es in den Medien schon seit einigen Jahren. Bisher ist nichts passiert. Aber jetzt hat es sich intensiviert. Diesmal auch von Leuten wie George Soros. Zweimal wurde China an den Börsen innerhalb von wenigen Tagen die 7%-Grenze nach unten gerissen, nach der für den Rest des Tages die Börsen geschlossen bleiben, übrigens heute zum 3. Mal. Das ist alles kein Zufall, denn jetzt soll der Crash kommen. Er soll also auch herbeigeredet werden. Auch die westlichen Aktienmärkte beginnen jetzt zu sinken, vorerst nur leicht. Auch ein Junk-Bond-Crash gibt es bereits. Der wirkliche Crash wird mit der Terrorwelle kommen. Schauen wir mal. Kanada, USA. Nach der Ablehnung des Baus der umstrittenen Erdölpipeline Keystone XL verlangt das kanadische Unternehmen TransCanada von der US-Regierung 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Mit seiner willkürlichen und ungerechtfertigten Ablehnung des Projektes habe US-Präsident Obama gegen die Grundsätze der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA verstoßen. Erklärte das Unternehmen, unter anderem habe Obama das Gebot der Gleichbehandlung von Investoren verletzt. Ist ja auch nur ein Handlanger. VSA, Paul Craig Roberts. Gemäß des Arbeitsmarktberichts vom Freitag, dem 8. Januar, wurden im Dezember 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Darf ich mal lachen? Zusätzlich wurden die beiden Vormonate um jeweils 50.000 Arbeitsplätze nach oben korrigiert. Wie ich seit fast 2 Jahrzehnten beinahe monatlich betone, findet der vermeintliche Arbeitsplatzzuwachs stets in der nicht handelbaren inländischen Dienstleistung statt, also in Bereichen, die keine Exportgüter produzieren und für die es keinen Wettbewerb durch Importe gibt. Das ist das Arbeitsplatzprofil eines Dritte Weltlandes. Wohl wahr. North Carolina. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Trump hat am Freitag einen neuen Skandal provoziert. Beim Wahlkampfauftritt in dem US-Bundesstaat North Carolina ließ er eine Muslimin mit Kopftuch widerwillig zum Ausgang befördern,
wie die Zeitung The Daily Mail berichtete. Der Vorfall beim jüngsten Auftritt von Trump sorgte für viel Aufregung in der Presse. Die 56-jährige Muslimin kolumbianisch-palästinensischer Herkunft erschien zur Trump-Rede mit der Absicht, die Aufmerksamkeit des Politikers mit seiner Rhetorik gegen Muslime auf sich zu ziehen und zu versuchen, seine kritische Einstellung zu ändern. Stattdessen aber wurde sie von der Polizei nach draußen begleitet. Das hätte sich hier keiner, glaube ich, getraut. VSA, Mexiko, Zentralamerika. Die VSA haben von Januar bis September 2015 über 235.000 Menschen nach Mexiko und Zentralamerika abgeschoben. Auch im neuen Jahr setzen die Behörden ihre Abschiebewelle fort. Bereits am Morgen des 2. Januar wurden in mehreren VS-Bundesstaaten zeitgleich Häuser durchsucht und über 120 Männer, Frauen und Kinder verhaftet. Panama-Stadt. Der Erweiterungsabschnitt des Panama-Kanals soll im Mai dieses Jahres fertiggestellt sein, kündigte der panamaische Präsident Varela an. Bei der Einweihung sei mit der Anwesenheit von Regierungschefs verschiedener Länder der Welt zu rechnen. Quito. Die Regierung von Ecuador arbeitet weiter an ihrem ehrgeizigen Ziel, den Bildungsstandard zum Besten von Lateinamerika zu entwickeln. In Quito übergaben am 16. Dezember Lehrer, Eltern von Schülern und Studenten den ersten Entwurf für einen 10-Jahres-Bildungsplan am Bildungsminister Espinosa. Israel. Die israelische Tageszeitung Haaretz veröffentlichte am 31.12.2015 einen Artikel mit dem Titel Israel verbannt jüdisch-arabische Liebesromanze wegen Bedrohung der jüdischen Identität aus den Schulen, in dem es heißt, das israelische Bildungsministerium hätte die Verwendung des Romans Leben am Grenzzaun, in dem es um eine Liebesgeschichte zwischen einer israelischen Jüdin und einem Palästinenser geht, an mittleren Schulen im ganzen Land verboten. Ja, die dürfen das. Schön. Kongo, Frankreich. Golden Misa Biko ist der Präsident der Menschenrechtsorganisation Association African de Défense des Droits de l'Homme. 2009 veröffentlichte er einen Bericht, der die Verwicklung der kongolesischen Regierung in den illegalen Anbau von Uran offenlegte. Er deckte zudem auf, dass die Regierung ein geheimes Abkommen mit dem französischen Energiekonzern Areva getroffen hatte, welches Areva erlaubte, im Kongo nach Uran zu suchen und es abzubauen. So wird hintenrum durch die kalte Küche gearbeitet. Toll. China. Chinas Börsennotschalter ist 7 Tage nach seiner Einführung eingestellt worden. Der negative Einfluss des Notausschalters sei momentan größer als sein positiver, erklärte der Sprecher der Börsenaufsichtsbehörde Deng. Er sei seiner vorgesehenen Rolle als Schutzmechanismus nicht gewachsen. Seit Einführung am 1. Januar wurde der Notausschalter 2-mal, jeweils am Montag und Donnerstag, wegen turbulenten Kursschwankungen aktiviert. Nordkorea, China. Beim Atombombentest Nordkoreas hat sich laut China-Analysten um eine Episode im inneren Machtkampf Chinas gehandelt. Oder internen Machtkampf Chinas gehandelt. Wenn man die Frage Chui Bono, also wem nützt es, stellt, ergeben sich für Nordkorea nur Nachteile. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass Nordkorea dem großen kommunistischen Bruder Chinas Hardlinerlager um Ex-Staatschef Jiang Zemin den Gefallen getan hat, die Bombe zu zünden. Als eine Drohgebärde gegen Chinas amtierenden Präsidenten Xi, der gerade dabei ist, die Jiang Zemin-Clique wegen Korruption hinter Gitter zu bringen. Ja, Russland. Die Kaspische Flotte hat während einer Militärübung erfolgreich die neue, gegen Stealth-Technologien unempfindliche Überhorizontradaranlage Pozolnuk, also Sonnenblume, getestet, berichteten russische Medien. Das Ziel der Übungen war, das Zusammenwirken der Radaranlage mit dem Kommandoposten der Kriegsschiffe bei der Erfassung von Luft- und Oberflächenzielen zu erproben, hieß es in einer Pressemitteilung des Militärbezirks Süd.
Im Laufe der Übungen erfasste der Radar vom Ufer aus 4 tieffliegende SU-24 und gab ihre Koordinaten an das Raketenschiff Dagestan weiter, das sich zu diesem Zeitpunkt in der Mitte des Meeres befand. Kurz danach vernichtete das Kriegsschiff die Luftziele. Außer Dagestan nahmen an den Manövern die russischen Raketenschiffe Grad, Svijajsk, Uglitsch und Veliki Ustjuk teil. Russland. Russland hat sich im Laufe der Geschichte stets mehr als Nation der Gerechten präsentiert, als es bei den europäischen Ländern der Fall war. Dieser Ruf führt nun dazu, dass immer mehr Völker dieser Erde um die Hilfe der Russen ersuchen. Wäre das rationale Moskau nicht ein besserer Weltpolizist als das egoistische Washington? Manchmal muss man an Bekanntes erinnern, bitte selber weiterlesen. Es sollte so einige Leute geben, die sogar eine richtige Russenphobie haben. Russland, Washington. Im neuen Bericht der Weltbank, der am 6. Januar 2016 auf der Website der Organisation veröffentlicht wurde, korrigiert diese ihre Prognose für die russische Wirtschaft nach unten. Doch sie gibt auch eine Reihe von Hinweisen, die zu einer baldigen Erholung führen könnte. Russlands weitere Entwicklung habe zudem einen großen Einfluss auf die Nachbarländer in Osteuropa und Zentralasien. Ukraine, Russen. Der Kiewer Politiker Biryukov hat seiner abwertenden Haltung gegenüber den Russen Luft gemacht. Auf Facebook zieht der Berater des ukrainischen Präsidenten Poroschenko in menschenverachtender Weise über die Russen als Ungeziefer her, die sein Land mit dem Schlappen zertreten sollte. Die Frage ist, wer hier ist Ungeziefer? Wer als Mensch jemand, einen anderen Menschen als Ungeziefer bezeichnet, sollte man sein Gehirn überprüfen lassen mitunter. Er selbst habe Ekel vor den Russen, wie vor kleinem Ungeziefer, gesteht Biryukov. Das ist jenes Gefühl, das man kurz vor dem Schlag mit dem Schlappen hat. Schade, dass unser Schlappen noch nicht bereit ist, aber daran wird schon gearbeitet. Mal so ein Batsch, so ein kleiner Schnack auf den Hinterkopf erhöht garantiert bei manchen in diese Richtung auch das Denkvermögen. Mein Gott. Donetsk, Lugansk, Russische Föderation. Dass die Zukunft des Donbass nicht mehr mit der Zukunft der Ukraine als Staat zu tun hat, in dem die Donbass-Menschen weiter zu leben gedenken, zeigen die Zeichen der Zeit. So werden die veralteten und beschädigten Verkehrszeichen auf dem Territorium der Volksrepublik von Lugansk durch neue auf Russisch ersetzt. Da wird sich Herr Poroschenko wieder sehr freuen. Die entsprechende Bestellung auf der gestrigen Sitzung des Ministerrats hat der Leiter der Volksrepublik Lugansk Plotnitsky gegeben. Sehr schön. NATO, VSA, Russland. Trotz signifikanter militärischer Expansion der NATO in Osteuropa und auf dem Baltikum haben NATO-Sprecher erneut betont, dass die westliche Militärallianz keine Sicherheitsbedrohung für Russland darstelle. Gleichzeitig wurde verkündet, dass die NATO derzeit die neue russische Militärstrategie analysiert und weiter regelmäßig Militärmanöver unweit der Grenzen Russlands durchführen und ihre Präsenz in Osteuropa ausbauen will. Das sollte sich mal in umgekehrter Reihe mal jemand vorstellen, wenn definitiv Russland rund um Amerika solche Späßchen machen würde. Abartig. Europa, VSA, Russland. Globale geopolitische Wandlungen, die strategische Schwäche europäischer Politiker, die gleich in mehreren lokalen Krisen stecken, und die Isoliertheit der VS-Politik sind jene drei Faktoren, die die historisch feste transatlantische Partnerschaft in ein leeres Bündnis verwandeln, so die Prognose der Beratungsfirma Eurasia Group, also EG, für 2016. Europa-Invasion. Was heute auf dem europäischen Kontinent vor sich geht, geschah in Ägypten bereits vor 1400 Jahren. Sie haben unser Land besetzt. Die Kopten waren seinerzeit naiv und glaubten, dass die Araber mit friedlichen Absichten kommen und sich im Land niederlassen wollen. Als würde sich die Geschichte heute wiederholen. Nur ist das Tempo jetzt viel rasanter. 10 Jahre und die Europäer werden in ihren eigenen Ländern keinen Platz mehr finden. Ich hoffe, so weit kommt es nicht. Ich hoffe es wirklich inständig, dass man diesen kaputten Einhalt gebietet.
diesen Volksverrätern da oben. Schweiz. Statistiken belegen, bei schweren Sexualdelikten sind ausländische Täter in der Mehrzahl. Expertinnen sehen einen Zusammenhang zur Herkunft der Täter. Wohl wahr. Europa, Deutschland. Wer glaubt da noch an einen Zufall? In der Silvesternacht kam es in Köln, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Fulda, Malmö, Göteborg, Stockholm, Oslo, Helsinki, Zürich, Salzburg und Innsbruck in einem unglaublichen Ausmaß zu sexuellen Übergriffen. Diese kannten wir einst nur vom At-Tahrir-Platz in Kairo. Diese Angriffe sind kein Zufall, sondern wurden bestimmt koordiniert. Es haben fast durchwegs Asylwerber und Migranten an dieser verabscheuungswürdigen Aktion teilgenommen. Die beteiligten Asylwerber sollten umgehend ausgewiesen werden. Immerhin gibt es doch gerade rund um Bahnhöfe und Hauptplätze eine Unmenge von Kameras, welche angeblich zu unserer Sicherheit installiert sein sollen. Da muss doch so einiges Filmmaterial vorhanden sein. Ja, und was benutzt man im Mainstream? Genau diesen Schmalfilmausschnitt, der eigentlich nur zeigt, wie viele Menschen sich auf dem Bahnhofsvorplatz da getummelt haben. Aber nichts Konkretes. Wo sind denn Ihre ganzen Kameraaufnahmen? Hat man unter Umständen verboten, diese zu zeigen? Da käme nämlich so ein bisschen Wahrheit ans Tageslicht. Um die Menschen, die jetzt dort demonstriert haben, zu zeigen, waren sie auch alle fit. Da gingen alle Kameras. Düsseldorf. Nicht nur in Köln, auch... Auch in der Nachbarstadt Düsseldorf kam es, wie jetzt bekannt wurde, zu dramatischen Vorfällen. Bereits 11 Frauen haben Anzeige wegen Sexualdelikten und Diebstählen in der Silvesternacht erstattet. In Düsseldorf will man nicht weiter warten, daher wurde über Facebook eine Bürgerwehr gegründet. Die Gruppe, die mittlerweile über 2000 Personen umfasst, nennt sich Einer für alle, alle für einen. Düsseldorf passt auf. Die Gruppe betont ihre politische Unabhängigkeit. Es geht lediglich darum, unsere Stadt für unsere Damen sicherer zu machen. Ja, und im Mainstream wird mir wieder erzählt, das sind die Salafisten und die Hooligans und was weiß ich, wer nicht alles. Sie verdrehen wieder vollkommen die Fakten. Ganz interessant. Berlin-Rüstungsfirmen. Wie jetzt erst bekannt wurde, hat die Partei Bündnis 90 Die Grünen im Dezember 2014 vom Südwestmetallverband mit 100.000 Euro die bisher höchste Spende ihrer Parteigeschichte erhalten. Pikant, dem Verband gehören vor allem Rüstungsfirmen an. Na, da schau einer her. Die gute Nachricht? Der Rosenkohl ist ein sehr nährstoff- und vitaminreiches Wintergemüse, das in der kalten Jahreszeit viel öfter genossen werden sollte. Die zarten Röschen bewahren uns dank des hohen Vitalstoffgehaltes vor Erkältungen und grippalen Infekten, sind ein guter pflanzlicher Eiweißlieferant und schützen uns vor krebserregenden Stoffen. Rosenkohl enthält überdies sekundäre Pflanzenstoffe, die bei Arthritis, Asthma und sogar Autismus helfen können. Doch warum schmeckt der Rosenkohl nicht jedem? Was sollte bei Zubereitung, Einkauf, Unterlagerung sowie Anbau im eigenen Garten beachtet werden? Fakt ist eins, bei Rosenkohl sollte immer der erste Frost drin sein, das kann man auch mit der Gefriertruhe überspielen. Und zweitens, schön ganz einfach in Salzwasser gekocht und danach nur mit brauner Butter übergossen. Ein herrlicher Geschmack, für meine Begriffe. Und die zweite gute Nachricht, geistige Welt. Die Bibliothek der Erdenzeit ist aufgeschlagen. Eine Begrüßung des Lichtvollen an euch, geliebte Inkarnierte, die Lesenden, die Hörenden, danke, Bruder, für dein großes Herz der Foren. Wir danken der lichtvollen Übermittlung aus dem Emanuel-Strahl, Gott zum Gruße. Die Jahresbotschaft, die Themen dieses Jahres 2016 in drei Teilen, in drei Metaphern. Den ersten davon lese ich jetzt vor. Habt Dank. Der erste Teil, das erste Thema, die erste Metapher ist, wir nennen es 2016, hat den Schwellenwert erreicht. Die Liebe, eure Meditationen, die Kraft der Transformation, die Gebete, das Singen, das Herz in dem Schwingen mit der Erde, mit dem Göttlichen ist erreicht im Sinne von, es kann sich über die Herzen der Menschen dieser Erde erhöhen. Dieser Stellenwert des Wissens und des Gelebten drückt sich darin aus,
dass genügend Menschen dieses Wissen im Alltag halten, in denjenigen Städten der Arbeit. Dort wird nicht eingeknickt, dort wird nicht verloren das Wissen, das ihr euch erlangt habt in den Meditationen, in euren Wochen der Seminare, sondern ihr haltet es im Alltag. Es wird hinausgegeben, es wird gesagt und dies nennen wir den Schwellenwert. Habt Dank, vielgeliebte Seelen. Das Beispiel zum Schwellenwert, diese Metapher, sie ist bekannt. Das ist ein Geiger in der U-Bahn. Er spielt recht verborgen. Er spielt wunderbar. Aber es sind zunächst nicht genügend Menschen, die anhalten und ihr Herz offen haben für die wunderbare Musik. Aber dann kommt der Moment und das ist der Schwellenwert, wo ein Mensch anhält, 2, 3 und 4. Sie lauschen, sie haben ihr Herz offen genug, um zu hören. Sie geben eine Münze rein, 2 bleiben nochmal Minuten. Und dann werden andere Menschen herbeigeholt durch dieses Bleiben und Warten der Zuhörenden. Das meinen wir mit Schwellenwert. Und dann gibt es genügend andere Menschen, die sich wie ein Ring um diesen Geiger setzen, dort in der U-Bahn-Station, der spielt. Im Alltag habt ihr diesen Schwellenwert überall, wenn der Körper, der kühl ist, warm genug wird, wenn ein Raum angewärmt ist. Ein Schwellenwert ist auch dort, wenn ein Chor, der sich in seinen Stimmen gesucht hat, der getönt hat, in Harmonie geht. Und da ist auch ein prominenter Stellenwert zu nennen von ca. 500 Jahren, vor ca. 500 Jahren, als die Reformationszeit war, als die Figur, die Person des Martin Luther gesagt hat, es ist nicht mehr der Gott der Sünde und der Strafe, dieses hier ist ein Gott der Liebe. Da gab es genügend Schwellenwert im Sinne der Zeit, um die Menschen dazu zu bewegen, das mitzumachen. So wurde der Gott der Liebe und diejenige testamentarische Begleitung des Lichtes ausgerufen. Damals ging es um Jesus und Christus. Heute sagt ihr, und das ist auch der Schwellenwert, Jesus, das bin ich, das ist mein Herz. Und das Christus ist das Licht, das dieses Herz bescheint. So sagt ihr, mein Wachstum ist mit meinem Wissen gepaart. Ich bin die Liebe und das Licht. Das Bewusstsein, aber auch die Hilfsmittel haben einen Schwellenwert erreicht. Es gibt Nährung der Hochschwingung, es gibt das Wasser, das Salz, es gibt auch Technik der Schwingungserhöhung, die der Herzfrequenz nahe ist. Wir nennen es diejenige atlantische Qualität, gepaart mit der Herzkapazität der Menschen. Das funktioniert so. Also das zum ersten Punkt. Die Energie 2016 lautet, der Schwellenwert ist erreicht mit euren Herzen. Ja, das war der erste Teil. Morgen geht's dann weiter. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Grüße auch von hier aus wieder unseren Ernie. Es geht alles weiterhin mit ihm sehr gut bergauf. Und schauen wir mal die Tage. Es wird sich jetzt was zeigen demnächst. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen wunderschönen Montagabend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße an alle wie immer.